Hallo! Ja, hier wieder mit meinem Befindlichkeitsvideo, Tag 14, da mal kurz vor Mittag. Ja, wenn man nicht isst, braucht man kein Mittagessen kochen oder nicht essen. Andere Menschen machen das jetzt um die Zeit, deswegen habe ich mal immer Zeit, jetzt ein bisschen Video zu machen. Und die letzten drei Tage hatte ich ja keins gemacht, letztes war Freitag, Samstag, Sonntag nicht, weil wir waren im Garten, hatten da viel zu tun und zu wühlen. Ja, und gestern hat auch nicht gleich geklappt und deswegen heute nachgeholt. Also, wir waren ja dann im Garten gewesen. Ja, sportliche Betätigung war nicht direkt, also wir haben keinen Sport gemacht, aber wir haben natürlich im Garten rumgewühlt, dort was rausgezogen, da was umgebuddelt. War auf jeden Fall zu tun. Und ja, und die Früchte, ne? Äpfel, sogar die letzten Pflaumen hingen. Und Weintrauben. Weintrauben in relativ großen Mengen, sehr süß. Und also dieses Jahr ist ein richtig super Traubenjahr, ne? Zumindest bei uns. Und also es fällt schon schwer. Also die Kinder haben Trauben gefuttert die ganze Zeit, das war schon mal schön. Und wir haben auch Trauben geerntet zum Saft machen. Allerdings sind unsere Einfriermöglichkeiten erschöpft, deswegen müssen wir das jetzt einkochen. Das ist zwar keine Rohkost, aber irgendwie noch besser als wegschmeißen und irgendwann kauft man sich doch mal, zumindest für die Kinder, unrohköstlichen Traubensaft. Und das ist wenigstens voll Bio, weil wir gucken auch jede einzelne Traube an. Also wir haben keine gammlichen Trauben dazwischen, wir pressen die Stängel nicht mit. Genauso mit den Äpfeln. Wir haben gestern bis ganz spät Abend hier aber noch durch die Z-Star, dafür ist er ganz gut geeignet, weil es nicht so hart ist, Apfelsaft durchgeladen, diesen alten Kaiser Wilhelm, dass es so schön große Äpfel sind, da braucht man nicht so viel schnippeln. Schlechte Stellen rausgeschnitten, Kerngehäuse raus und wirklich nur das Beste durchgeleiert. Ja, und da sind wir natürlich nur auf so 4 Flaschen gekommen, oder knapp 3,5 Liter. Ist nicht so viel, aber wenn man die natürlich, also reine Handarbeit, ne? Schönsten wäre das nicht, wenn wir das eingefroren hätten. Aber auf jeden Fall Bellissimo, ja, das ist der Apfelsaft. Ja, was soll ich sagen, mir ging es gut. Ich hatte eigentlich keine Probleme, nichts zu essen. Hatte mal Hunger gehabt und immer mal wieder so ein bisschen was Salziges. Dann Kinder eine Suppe gemacht und haben mir das Salzige getrunken, weil irgendwie dieses Salzige fehlt. Ne? Also manchmal, nicht jeden Tag, aber manchmal merke ich so, irgendwie, ne, das Salzige fehlt. Ja, und meine Frau, die konnte nicht an sich halten, als sie dann so die Pflaumen so in Mundhöhe noch die letzten Pflaumen hingen. Und die waren schon so reif und süß. Es waren nicht viele, aber man konnte die ja gar nicht mehr. Also die sind ja regelrecht reingefallen in der Hand. Die waren schon so weich, die hätten praktisch nicht noch mal länger durchgehalten. Und dann hat sie gedacht, ja, also sie erbarmt sich und isst ein paar Pflaumchen. Ja, und ich glaube an einer, zwei Weintrauben hat sie auch gelutscht. Ich habe auch mal einmal im Mund genommen. Wir haben 3 verschiedene Sorten. Ich habe jede mal im Mund genommen, habe das mal ausgekaut, auch habe alles wieder ausgespuckt. Ich wollte nur mal diesen Geschmack im Mund spüren. Weil wir haben einen Muskat, einen roten und einen weißen und jeder schmeckt ein bisschen anders. Ach, ist schon eigentlich schwer, um die Zeit jetzt zu fasten. Winter wäre einfacher. Nun gut, was soll man sagen? Wir hatten den Sonnabend geprostet, Geburtstagsfeier und wir wussten eigentlich, wir wollen nichts essen. Hingekommen, großes Buffet, viele leckere Sachen, aber auch viel totes Tier und Tierleid, was uns natürlich sowieso nicht gefällt. Also da hatten wir überhaupt kein Problem damit, das nicht zu essen. Das ist halt das, was uns immer traurig macht, ne? Die breite Masse und selbst die ganze Familie, die stehen halt noch auf diese ganzen Tierprodukte. Und hier mit vegan gar nicht an Hut oder wenig und vegetarisch, naja. Aber es könnte auch so ein leckeres Buffet sein, ohne diese ganze Tiersache. Ne? Aber ja, muss jeder selbst drauf kommen auf den Weg. Ja, wir haben dann Wasser getrunken und einen Tee. Und ja, mir ist es eigentlich gar nicht schwer gefallen. Der Hauptgrund, dahin zu gehen, war ja eigentlich auch mal die Freunde zu treffen, Familie zu treffen. Die Familie ist ja relativ groß. Leute, die man halt das ganze Jahr über kaum sieht oder nur zu solchen Veranstaltungen, also 3-4 Mal im Jahr zu bestimmten Geburtstagen. Wenn überhaupt so oft, ne? Manche jetzt nur einmal im Jahr. Und deswegen war es schon ein Grund. Und die Kinder haben sich gefreut. Ja. Dann sind wir da wieder weg. Dann haben wir ein Fläschchen Wein geschenkt gekriegt, weil wir nichts gegessen haben für die Zeit danach, wenn wir wieder was essen. Mal sehen, wann wir den jemals trinken, weil ich bin ja sowieso der Meinung, Alkohol ist nicht so gut. Ich bin eigentlich auch nicht mehr für Alkohol, stehe ich gar nicht drauf. Deswegen ich trinke immer alkoholfreies Bier und Wein immer nur ganz kleine Menge. Ja, nun gut, jetzt ist es Tag 14. Eigentlich der letzte Tag, morgen müsste Fastenbrechen sein.
Ich bin heute mit 91 Kilo gestartet, allerdings gestern 92. Ich hatte in der Nacht ein bisschen, ja, ich hatte Stuhlgang, weil ich weiß nicht, ob das daran lag. Ich habe gestern mal nach mehreren Tagen wieder so eine Lufus Heilerde gestern Abend zu mir genommen. Irgendwie hatte ich den Eindruck, das reinigt. Ne? Das reinigt irgendwie den ganzen Magen-Darm-Trakt. Und in der Nacht dann habe ich gemerkt, oh, da geht was im Darm zu Gange und dann, ja, dann muss ich halt mal aufs Klo. Da waren wir auch ein bisschen schlecht hinterher, aber jetzt ist es wieder gut. Und das Interessante ist jetzt, wir haben heute mal Blutzucker gemessen. Haben wir gedacht, wir haben ja so ein Gerät, hat mal nichts gekostet, sowas kriegt man ja schon geschenkt. Teuer sind ja immer noch diese Teststreifen, ne? Obwohl die Blutzuckergeräte wahrscheinlich eigentlich komplizierte Gerätschaften sind, relativ teuer, aber die gab es ja mal nachgeworfen, aber dafür diese Teststreifen sind teuer. Aber wir haben ja eins, ist zwar schon veraltet und abgelaufen, schon Ewigkeiten angeblich dieser Teststreifenmessung nicht so genau, aber ja, wie das so ist, ne? Pharmaindustrie will Geld verdienen und wir haben halt diesen alten Teststreifen nochmal probiert. Wir haben so eine, glaube ich, Mikrogramm- oder Millimol-Testgerät, also wir haben einen Wert von 90 bis 110, das wäre der Blutzuckerwert, der normal ist. Meine Frau hatte 95, die lag halt drin heute früh und ich hatte 65, also ziemlich weit unten, unterzuckert. Ja gut, jetzt habe ich aber natürlich so für mich die Erklärung, wenn ich jetzt mich bewege, am Anfang ist mir auch schwummrig und nach wird es besser. Also bei jeder Tour, die wir machen, also und zwar wie gesagt heute früh, bei jeder Tour, die wir machen, ist das so. Also mit mehr Bewegung, umso besser, umso fitter werden wir und dann wenn wir richtig rein, ja, uns mehr anstrengen, umso besser ist es. Also wie gesagt, das geht so über Ausdauer. Und das erkläre ich mir jetzt damit, dass praktisch, ich habe ja den Film gesehen, Heilen durch Fasten, also die Russen haben da ja, oder die Sowjets haben in den 50er, 60er Jahren schon Tests gemacht und die haben halt in den Jahren herausgefunden, dass der Blutzucker praktisch auch runtergeht, aber der Zucker wird aus dem Fettgewebe gewonnen. Und davon habe ich ja noch reichlich, auch jetzt nach 14 Tagen Fasten sind zwar jetzt 11,5 Kilo weg, aber ich habe noch Reserven. Also ich wiege jetzt immer noch 91 Kilo bei 1,75 Meter, ich denke mal, da könnten locker noch 15 Kilo runter. Und ja, und deswegen bin ich am Überlegen, morgen nicht Fastenbrechen zu machen und nicht aufzuhören. Das Fastenbrechen sollte ja sowieso nur so aussehen, erstmal ein bisschen, was weiß ich, ein bisschen Fruchtsaft, also vielleicht Apfelsaft oder Saft von einer Kokosnuss, eine Pakete. Und ich denke jetzt, ich versuche es mal noch weiter und mal sehen, wie es weitergeht. Also mein Hungergefühl ist zwischendurch mal da, jetzt zum Beispiel gar nicht. Aber jetzt habe ich auch ein bisschen mehr Durst. Das ist das, was die letzte Zeit wenig war. Ich habe auch sehr wenig getrunken. Ja, mal sehen. Also ich werde auf jeden Fall weiter berichten und alles spannend. Also ich finde das richtig spannend, wie der Körper so reagiert. Gut, tschüss.